Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und heute zeige ich euch was von modellbauregler.de. Ihr kennt es, ich habe sie in eigentlich allen meinen Modellen verbaut. Die AS12 6RW Easy Fahrregler und ja, ich bin mit denen absolut zufrieden, seitdem ich mit denen arbeite. Ich habe tatsächlich in meiner ganzen Zeit, bei allen Umbauten, habe ich genau zwei Regler kaputt gemacht und das, weil ich zu blöd bin zum Löten. Also habe ich eine Lötverbindung geschaffen, habe einen Kurzschluss verursacht. Ansonsten habe ich die noch nicht durchgebracht. Von den Werten her, wir machen jetzt hier nicht betreutes Lesen. Ich verlinke euch natürlich unten alles. Es ist eine Bedienungsanleitung mit dabei. Es ist alles erklärt. Es ist hinten drauf auch, wo was angelötet wird. Hier sind nochmal die ganzen Eigenschaften mit drauf. Und ja, wie gesagt, die Regler sind der Hammer. Aber heute soll es noch gar nicht um den Regler selber gehen, sondern ich möchte euch einfach nur kurz zeigen, weil ich die jetzt genau in diesem Päckchen hier bestelle. Anleitung. Und da sind jetzt 6 Stück drin mit 3x kurzen Empfängeranschlusskabel, 3 lange, einmal so ein Schrumpfschlauch, benutze ich eher selten, aber ist mit dabei, 3 lange und eben 6 Regler. So, das hier sind die kleinen Schätzchen und wie gesagt, ich bin absolut zufrieden mit denen und ich bestelle die eben ohne Kabel, weil ich das halt einfach schnell löten kann und ich kann die Kabel genauso wählen, wie ich es brauche. Ja, und ich möchte euch jetzt in dem Video einfach nur einmal kurz zeigen, wie ich das Ganze löte. Ihr könnt die auch mit Kabel bestellen. Ihr seht hier, das ist jetzt die Variante ohne Kabel. Und ihr könnt die aber auch schon fertig gelötet bestellen. Wenn ihr sagt, ich habe es nicht so mit Löten oder ich will jetzt da nicht umeinander tun oder ich bin mir da einfach unsicher, nicht, dass ich dann doch noch irgendwo was kaputt mache. Ja? So, also so schauen die Regler aus. Wie gesagt, das ist eine Anleitung mit dabei. Was brauche ich? Ich nehme jetzt hier mal eins von den kurzen Kabel. Dann brauche ich einmal 2 Kabel für meine Stromversorgung. Plus und Minus kommt direkt vom Akku. Und einmal so gesehen auch Plus und Minus oder Minus und Plus. Hier spielt auch die Farbe natürlich überhaupt keine Rolle, denn das sind die 2 Kabel, die zu den Motoren gehen. Ja? So. Dann irgendwas zum Abisolieren. Ich habe jetzt hier so eine Knipex-Zange. Dann auch einen kleinen Seitenschneider, auch umgangssprachlich Knipex natürlich. Lötzinn, ich habe jetzt hier 1 mm, sollte jetzt nicht zu groß sein, denn wir wollen ja was Kleines löten. Und hier einen kleinen Lötkolben mit einer relativ feinen Spitze. Ich weiß, es gibt feinere Spitzen, aber die hier, mit der komme ich super klar. Wenn ihr noch so alte Lötkolben habt, mit so Klopperdinger, wo, keine Ahnung, kannst du Traktorräder anlöten, vergesst es, bestellt es mit Kabel. Also, wenn ihr keinen feinen Lötkolben habt und auch keinen kaufen wollt, dann bestellt es gleich mit Kabel, denn wie gesagt, alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich hier noch so eine dritte Hand, das erleichtert einfach das ganze weitere Vorgehen. Und dann legen wir eigentlich auch gleich los. Anleitung ist hier unten drauf. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal die eine Seite vor. Ich mache immer, fange immer mit der kleinen Servo-Anschlussseite an. Den klemme ich mir einmal ein. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen Schutz drum tun. Zum Beispiel hier dieses Ding hier nochmal drumlegen. Dann klemmt es das nicht ganz so fest. Ich mache das nicht. Ich gehe jetzt auf Nummer Risiko. Ich ziehe jetzt aber auch nicht umeinander, sondern ich klemme das hier einfach ganz locker ein. Da wird ja jetzt nichts dran gerüttelt. Es ist auch kein Strom drauf. So, dann mache ich mir hier einfach 3 Punkte hin. Und nein, ich bin kein Elektriker und nein, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich kann euch nur sagen, wie ich es halt schon immer mache und wie es halt funktioniert. Dann nehme ich mir mein Servo-Anschlusskabel. Das popel ich mir hier einmal kurz auseinander, so, dass ich die 3 einzelnen Litzen habe. Dann habe ich die hier. Und jetzt kommt hier die Anleitung, das heißt oben ist Impuls, Mitte ist Plus, unten ist Minus. Minus und Plus ist immer rot und schwarz und das andere ist dann weiß, orange, braun, je nachdem welche Kabel halt dabei sind oder welche Kabel ihr habt. Wenn ihr sagt, ich habe eh irgendwie so ein Büschel Kabel rumliegen, dann braucht ihr natürlich die hier nicht nehmen, weil ihr sagt, ich brauche eh nur so ein Stück, weil mehr Platz habe ich gerade im Modell nicht. Oder ich brauche noch ein viel längeres, wobei, also ganz ehrlich, das ist schon
schon eine Länge, ja, vom Empfänger bis zum Regler. Deswegen, also da überhaupt kein Stress. Dann mache ich jetzt hier auch überall ein bisschen Blödsinn drauf. So, einmal zack, zack, zack. Einmal Spitze sauber machen. Und dann löte ich das hier einfach fest. Das heißt, ich gehe ganz kurz hier drauf, bis es warm ist und halt flüssig. So. So, haben wir das hier dreimal drauf. Ich zeige es nochmal. Hier wirklich darauf achten, dass jetzt nicht einzelne Härchen oder einzelne Teile oder einzelne Drähtchen sich hier untereinander berühren. Das mag er natürlich nicht. Deswegen einfach hier wirklich fein und wirklich genau arbeiten. So, dann sind wir auf der anderen Seite. Hier haben wir es ganz einfach. Oben Plus, Motor Minus, Motor Plus, Akku Minus. Also, wir machen erstmal die Akku-Seite. Und ich nehme hier übrigens 0,25 Quadratkabel. Die gehen offiziell bis 5 Ampere. Nachdem der Regler 6 Ampere kann und ich Motoren habe, also die meisten fahren das nicht aus an Leistung, habe ich da überhaupt keinen Schmerz, kann ich mit denen wunderbar fahren, habe ich überall drin. Wenn ihr mehr Ampere nehmt, solltet ihr natürlich auch dementsprechend dickere Kabel nehmen. Ja? Also, wie gesagt, das sind jetzt 0,25er, die ich hier immer verwende für meine Modelle. Und genau. Ansonsten, ich blende euch mal so eine Statistik oder so eine Tabelle ein, welcher Kabelquerschnitt für welche Amperezahl. So. Also auch hier überall ein bisschen Blödsinn drauf. So. Und dann hier oben einmal festlöten. Ihr braucht es hier nicht durchpopeln. Ihr habt hier eigentlich keine mechanische Belastung oder solltet keine mechanische Belastung drauf haben. Das heißt, wir brauchen hier auch keine Zugentlastung machen durch diese Löcher. Das heißt, popelt die da nicht durch und macht einen Knoten. Also das könnt ihr euch wirklich sparen. Sondern einfach drauflöten, Thema erledigt. Ja? Nicht herumbasteln, weil wenn irgendwo mal was ist und ihr müsst den auslöten, dann das funktioniert alles nicht. Also wenn ihr das da hinknotet, ist Quatsch. Ja. So, jetzt brauchen wir noch die Kabel für Motor Plus, Motor Minus. Hier seid ihr völlig frei, wie ihr das macht, in welcher Reihenfolge, welches ist. Denn ihr könnt ja, also wenn ihr eine programmierbare Fernbedienung habt, natürlich das alles nochmal umdrehen. Ja, das heißt, ich löte das tatsächlich jetzt hier einmal hin. Das Einzige, wo ihr natürlich gucken müsst, wenn ihr mehrere Regler für die gleichen Fahrmotoren zum Beispiel habt. Ihr habt zum Beispiel für vorne zwei starke Motoren drin in einem Allradfahrzeug und nehmt einen Regler und für hinten. Dann sollten die natürlich gleich sein, damit ihr euch einfacher tut. Ja? So, ich habe es jetzt genau andersrum gemacht. Ich habe jetzt gelb oben und grün unten. Wie gesagt, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach nur Motor minus Motor plus. Aber das polt sich ja eben beim Fahren um. So, und das war's schon. Das ist jetzt der Regler. Ihr könnt den jetzt auch einfach mit ein bisschen Tape umwickeln. Das mache ich meistens. Und schrumpft den jetzt nicht ein, weil den Schrumpfschlauch muss ich eh wieder aufschneiden, wenn irgendwo was wäre. Aber ihr könnt natürlich auch diesen hier nehmen. Wir schauen mal. Das letzte Mal habe ich einen verbrutzelt. Wahrscheinlich, weil ich einfach wieder zu viel Hitze drauf hatte. Schauen wir mal, ob wir heute mehr Glück haben. Der braucht nämlich fast gar nichts an Temperatur. Das ist ganz fein. So. Ja, sieht das nicht traumhaft aus? So, das war's auch schon. Der Regler ist fertig. Hat jetzt wirklich nicht lange gedauert. Und genau, jetzt können wir im Endeffekt schon verbauen. Ich löte noch zwei andere, denn wir wollen mit einem Projekt weitermachen, wo ich euch den nochmal genau vorstelle, zeige, wie man einbaut und so weiter. Das heißt, hier oben werde ich den Link reinmachen für das nächste Video und auch oder für die Playliste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Also dann, bis dann!